Ja, Ricardo, erstmal vielen Dank, dass du dir heute so viel Zeit für uns nimmst. Ganz allgemein gesagt ist es ja jetzt so, in Deutschland ist dieser Darts-Hype richtig da nach dem Halbfinaleinzug von Gabriel Clemens bei der vergangenen WM. Wie hast du die WM so verfolgt? Also ich muss sagen, ich war bei uns oft in der Kneipe, habe da auch E-Dart gespielt und nebenbei ist dann halt so ein bisschen die WM gelaufen. Ich war tatsächlich ein bisschen abgelenkt davon, weil ich halt mehr auf den Fernseher geguckt habe, als ich Dart gespielt habe. Aber ja, ich habe fast jedes Spiel habe ich live mitverfolgen können. Ja. Was würdest du sagen, wie wichtig war dieser Halbfinaleinzug von Gabriel für den Dartsport in Deutschland? Für Deutschland war das auf jeden Fall jetzt nochmal ein Boom, weil davor war ich glaube dritte Runde das Beste. Dann das erste Mal Achtelfinale, das erste Mal Viertelfinale, jetzt das erste Mal sogar Halbfinale. Also das würde ich sagen, ist schon sehr, sehr wichtig gewesen, dass jetzt auch viele darauf aufmerksam werden. Du bist noch ein sehr junger Dartspieler, spielst aber schon sehr, sehr lange. Wenn ich richtig informiert bin, mit 16 richtig angefangen Darts. Habe ich nachgelesen, so roundabout 16. Wie bist du zum Darts gekommen? Wie war dein Weg? Meine Eltern haben mir damals eine Scheibe ins Zimmer gehängt. Und ja, dadurch habe ich dann immer mal wieder ein bisschen geworfen und auch vor der Schule, nach der Schule immer mal wieder, also da komme ich bestimmt auch so 5-6 Stunden am Tag habe ich damals auch schon gespielt, ohne es irgendwie bewusst mitzukriegen, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Du als Dart-Profi, was würdest du sagen, was macht für dich diese Faszination Darts aus? Salopp formuliert, manche sagen, es ist einfach nur Pfeile auf eine Scheibe schmeißen, aber was macht für dich Darts aus? Darts macht für mich aus, dass es einfach, dass man in jedem Alter das Dart spielen kann und dass es halt ein sehr, sehr kopfhaltiges Spiel ist. Also wenn du persönliche Probleme hast zum Beispiel, dass du das auch ins Dartspielen mitnimmst und man muss immer einen freien Kopf haben, um Dart zu spielen. Ist es für dich auch diese Schwierigkeit, dass du mental 110% da sein musst? Auf jeden Fall. Du musst, also mental ist sowieso, Dart ist ein Mentalsport, das weiß glaube ich jeder und ja, ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, wenn man mental auf der Höhe ist. Jetzt ist es auch so beim Mentalsport Darts, dass man nicht immer in so einem Trainingsraum, wie wir jetzt heute sind, wo es relativ ruhig ist, spielt, sondern auch auf den Bühnen. Du warst bei den UK Open und bei den Player Championship Finals schon. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie es ist, wenn man 3000 Leute oder so hinter sich hat, die feiern, grölen, Bier trinken und einfach ausgelassen feiern und du musst da 501 Punkte auf Null bringen und das mit einer sehr, sehr ruhigen Hand. Wie blendest du das aus? Das geht tatsächlich ziemlich leicht, muss ich sagen. Weil gerade bei den Player Championship Finals habe ich auf der Mainstage gespielt. Du hast, wenn du auf der Mainstage spielst, so eine Grundlautstärke. Und du hörst fast gar nichts. Außer natürlich das pfeift jemand so ein bisschen lauter, vielleicht ein, zwei Personen, dann hört man sowas schon. Aber so mit der Grundlautstärke, das nimmt man eigentlich gar nicht wahr. Das ist wie ein Meeresrauschen. Ja, viele Darts-Profi haben ja einen außergewöhnlichen Spitznamen. Peter Wright hat seinem Spitznamen seinem Lieblingsgetränk zu verdanken. Es gibt den Michael Bullyboy Smith, der jetzt Weltmeister und Weltranglistenerster ist. Deiner ist Pikachu. Ich kann es mir grob denken, aber wie kam es dazu? Das kam mal auf dem Turnier, kam das zustande, dass mich irgendjemand mal gerufen hat mit meinem Nachnamen, mit Pietrzko, komm mal her. Und irgendjemand anders hat halt Pikachu verstanden und ja, seitdem habe ich das nie geändert. Dann war der Spitzname sozusagen geboren. Viele Menschen sagen ja, dass Dart kein richtiger Sport ist, aufgrund der mangelnden Bewegung. Andere sagen, es muss unbedingt zu Olympia, wegen dem Mentalsportaspekt. Wo stehst du auf dieser Tabelle sozusagen? Also ich sage immer, dass Leute, die sagen, Dart ist kein richtiger Sport, die sollen sich mal 7-8 Stunden mal ans Board stellen und sollen mal die Sachen machen, die halt die Profis auch machen. Und dann können sie gerne noch mal sagen, dass Dart kein richtiger Sport ist. Und was Olympia mit Olympia zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da halte ich mich auch komplett bedeckt. Und ich denke aber nicht, dass Dart so schnell olympisch wird. Du bist seit einigen Jahren, also jetzt seit letztem Jahr Profi, aber du spielst seit einigen Jahren Darts. Wie steinig war der Weg zum Profi? Sehr, sehr steinig auf jeden Fall. Meine ersten Q-Schools, die ich gespielt habe, die waren nicht gerade leicht, sagen wir es mal so, um es gelinde auszudrücken. Ja, durch die Corona-Zeit, die hat mir sehr, sehr geholfen, weil ich sehr viele Online-Turniere von zu Hause aus gespielt habe. Ich habe teilweise 10 bis 12 Stunden am Tag wirklich nur am Board gestanden, habe gegessen, geschlafen, Dart gespielt und das eigentlich rund um die Uhr. Und ja, das hat mir schon sehr, sehr geholfen.
Wie sieht als Profi dein Alltag aus und dein Training? Also wie teilst du dir das ein? Also ich persönlich, das sagen auch viele, dass ich eigentlich nicht das perfekte Training habe. Aber für mich ist das beste Training das Training auf Wettkampfniveau. Ich spiele jeden Tag Turniere, E-Dart, Steel-Dart, alles Mögliche, um auch die Turniersituation zu simulieren. Und ja, das ist so das mein Trainingsplan. Einige Dartspieler, zum Beispiel Johnny Clayton, der jetzt auch noch ein Top-10-Spieler ist, arbeiten in ihrem Beruf weiter neben der Dart-Karriere. Du bist jetzt Vollzeitprofi. Ist es für dich realistisch im Kopf zu sagen, okay, wenn es mal nicht so klappen sollte mit Dart, ich gehe auch wieder zurück in meinem erlernten Beruf, oder sagst du, ich will unbedingt an der Scheibe bleiben? Natürlich wäre es für mich schön, aus meinem Hobby sozusagen meinen richtigen Beruf zu machen, von Anfang bis Ende jetzt sozusagen. Aber ich hätte auch noch einen Plan B. Ja. Als Dartprofi muss man auch sehr, sehr viel reisen. Wie ist das bei dir so familiär? Ist da der Rückhalt da oder sagt man oft so, oh Gott, jetzt muss er schon wieder Richtung Großbritannien fliegen? Also dadurch, dass ich eh fast nie zu Hause bin sozusagen, ist es meinen Eltern eigentlich ziemlich wurscht. Dadurch hört man, dass ich noch bei meinen Eltern wohne. Ich habe im Keller habe ich schön meinen Keller halt so eingerichtet, mein Zimmer, mein Dartzimmer, alles Mögliche. Und ja, nee, dadurch, dass ich halt fast nie zu Hause bin, dadurch, weil ich halt immer, wenn die halt nach Hause kommen, irgendwo halt auf dem Turnier bin, ja, stört es die eigentlich nicht. Wir haben schon drüber gesprochen, Darts ist ein Mentalsport. Jetzt ist es schwer, sowas zu trainieren. Manche Spieler haben einen Mentaltrainer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen hast, aber wäre das für dich ein Thema mal? Oder ist das für dich ein Thema? Oder wie trainiert man diesen mentalen Aspekt beim Spiel? Den mentalen Aspekt, den trainiert man am besten unter Drucksituationen. Wenn du zum Beispiel eine angegebene Anzahl an Darts hast, um ein Finish zu checken und alles Mögliche, um das halt zu simulieren. Den Aspekt Mentalcoach hatte ich für mich persönlich noch nie, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mal probiert. Ich habe auch schon mit mehreren drüber gesprochen. Ich habe es mal probiert in einer Gruppensitzung früher vom DDV, vom Kaderlehrgang. Und ich muss für mich persönlich sagen, mich hat das überhaupt nicht gecatcht oder keine Ahnung. Ich bin ganz im Gegenteil, ich bin so fast eingeschlafen dabei, weil mich das einfach nicht interessiert. Und da können mich jetzt auch Leute hassen dafür, aber ich bin, keine Ahnung, für mich war das noch nie ein Thema. Du vertraust ja lieber auf deine Fähigkeiten und an dein Training. Hat man auf der Profitour Freunde unter den anderen Spielern oder sagt man sich, das ist ein 1-gegen-1 Sport und die Konkurrenz ist doch zu groß? Es gibt vereinzelt gibt's ein paar Gruppierungen, sage ich jetzt mal, die auch untereinander halt gut befreundet sind. Aber im Grunde hört sich zwar immer blöd an, aber im Grunde sind wir alle Arbeitskollegen. Weil jeder will sein Geld verdienen, jeder will den anderen schlagen sozusagen. Auch im Spiel eine Freundschaft ist scheißegal. Du hast im vergangenen Jahr sowohl die zweite Runde beim UK Open als auch bei den Player Championship Finals erreicht. Hast die Tourcard geholt. Wie wichtig war das vergangene Jahr für dich als Dart-Profi? Sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass ich halt die Q-School, mir durch die Q-School die Tourcard geholt habe, bin ich ja jetzt auch offiziell auf dem Papier Profi. Fühlt sich zwar für mich noch nicht wirklich so an, aber so langsam, aber sicher komme ich langsam da rein in die Sparte Profi, Sportler. Ja. Zeigen dir diese TV-Erlebnisse, gerade die Siege gegen Damon Hatter und Scott Taylor, auch wo es hingehen kann mit der Karriere? Gibt es auch so ein Selbstvertrauen, dass du sagst, hey, ich kann auf den TV-Bühnen auch gegen Spieler da, die kann ich schlagen, diese Spieler, die auch schon länger da sind? Auf jeden Fall. Das hat mir natürlich auch gezeigt, dass gerade auf der Tour kann jeder jeden schlagen. Du hast gesehen bei Danny Jansen zum Beispiel, der hat auch seit letztem Jahr die Tourcard und gewinnt auf einmal ein Player Championship Turnier aus dem Nichts. Und da merkt man, dass halt jeder jeden schlagen kann. Wenn man einen guten Run hat, sieht man bei mir auch. Ich war bei dem Player Championship 28, glaube ich, müsste es gewesen sein, war ich ja auch einmal im Halbfinale. Und ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Jetzt für die Leute, die sich nicht so viel darunter vorstellen können, wie schwer ist es als Profi vom Dartsport zu leben? Jetzt in den Top 100 ist ja schon, du bist einer der besten 100 Spieler der Welt. Wie schwer ist es trotzdem als Dartprofi nur vom Dartsport zu leben? Vom Dartspielen alleine zu leben ist sehr, sehr schwierig. Gerade wenn man nicht unter die ersten, ich sage jetzt mal 32 ist, weil man dann halt auch den Druck hat,
Geld zu verdienen zu müssen. Und aber mit den richtigen Sponsoren geht es normalerweise ganz gut. Gerade die 2 Jahre, denn wenn man halt nur die, wenn man die Tourcard nur 2 Jahre hat und danach dann halt nicht weiter im Profibereich spielen kann, weil man dann halt die Tourcard wieder verliert. Und ja, geht es schon, über die 2 Jahre geht es schon ganz gut. Das Darts-Highlight jedes Jahr ist natürlich die WM, die gehört zur Vorweihnachtszeit dazu wie Glühwein oder Lebkuchen schon hier in Deutschland. Wie ist es für dich? Ist es so ein großes Ziel, was du im Kopf hast, so einmal im Alexandria Palace auflaufen, oder sagst du Step by Step, Pro Tour, Top 64 und alles andere ergibt sich dann eh mit der Zeit? Ich muss sagen, mein Hauptaugenmerk dieses Jahr ist gar nicht mal so großartig die WM. Natürlich ist es schön, da zu spielen und alles und wäre schon einmal mein Traum, aber dieses Jahr, muss ich sagen, ist mein Hauptaugenmerk auf die Top 64, dass ich meine Tourcard halte. Dass ich halt weiter auf dem Profi-Circuit spielen kann. Das wären deine kurzfristigen Ziele. Abschließende Frage, was sind deine langfristigen Ziele im Dartsport? Hast du da Träume? Träume hat natürlich jeder. Michael Smith hat jetzt dieses Jahr seinen großen erfüllt mit dem WM-Titel. Was sind so deine langfristigen Darts-Träume? Langfristige Darts-Träume, das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich gesagt sagen, habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich muss jetzt sagen, so rein salopp mal gesagt, einmal World Cup spielen als Nummer 1 oder Nummer 2 Deutschlands wäre schon mal nicht schlecht, aber so wirklich langfristige Ziele habe ich mir noch nicht gemacht. Ricardo, dann danke ich dir vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.